Fremdgehen24 hat schon ein Spiel gewonnen. Ja, Kegel auch. Okay, also, unsere Karte vorgegeben ist, Punkt, 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 ist Just a Prank. Ich hab schon. Oder nehmen wir das. Nehmen wir das. Das ging zu schnell. Oh, ich hab voll viele HWSQ-Karten, das war geil. So, jetzt müsste es gehen. Damen und Herren, wir warten noch auf Kegel, Fremdge, Spooky und Telor. Wer ist hier? Ach, für Lord Maros. Maros. Ja, ja. Gut Ding braucht Duelle. Ja, wir haben gestern schon rausgefunden, Kegel braucht immer ein wenig länger. Ja, ich weiß. Das ist ja öfters so. Nicht nur bei Kart. Oh. In manchen Bereichen kann das nützlich sein. Wollen wir doch mal gucken, was nur Just a Prank ist. Nämlich. AfD. Instant Win, Alter. Okay, das ist gut. Auschwitz! Oh, das wird ja mal besser. Der war echt. Okay. Eine Fake-Fläche platziert. das passt voll. Ja. Selbstmordattentäter zur Todesstrafe. Schöne Ironie. Ich hab echt kein Außenluft mehr. Mein Tipp. Oh nein. Apps in the chat. Es fängt schon gut. Super. Ja. Okay, es geht weiter. Also, noch Just a Prank ist. Was? Show Image. Oh nein. Nein. Oh Gott. Oh, love it. Das Bild ist so schlimm, ey. Und der letzte Bild des Abends. Einen Ständer verbergen. Das ist nicht mehr niedlich. Aber wisst ihr, ganz im Ernst, am meisten gelacht habe ich bei dem hier. Yay. Das haben wir alle am meisten gelacht. Alter, schön, dass ich dafür noch einen Punkt kriege. Und das im HSQ. So, letztens hat Tobi in seiner Chipstüte Punkt, Punkt, Punkt gefunden. Oh nein. Na komm. Bei diesem Image, also bei diesen Fotos auswählen, sind die Fotos hier in dem Dings gespeichert oder? Ja, sind gespeichert. Du kannst auf Show Image gehen, dann zeigen sie dir das Bild und dann kannst du es auswählen. Das ist ja nice. Hm. Ich habe einfach das URL Image vorhin genommen. So, letztens hat Tobi in seiner Chipstüte. Oh nein. Chips gefunden. Okay, das geht ja noch. Oh mein Gott. Oder eine Gruppe 10 bis 12-Jähriger. Alter. Was hat der Tobi denn noch so schönes in seiner Chips-Tüte gefunden? Kondome. Oh, kann man Chips gebrauchen. Chips aber nicht mehr essen. Oder seinen riesigen Penis hat er da drin gefunden. Kevin. Es erinnert mich an die Folge, wo Tobi's Lace gegessen hat und es voll die weiße Mayonnaise drum ging in den Lace-Tüten. Was? Nee. Doch, das hat Kevin gesagt. So, letztens hat Tobi in seiner Chips-Tüte seine Vorhaut gefunden. Schön, kann er wieder ankleben. Ja. Oder schwarze. Okay.
Kennt ihr dieses Meme mit diesem lachenden, stark pigmentierten, wo alles dunkel ist und man sieht ihn nicht und nur, wenn er so lacht und Augen auf hat? Und ja, das kenne ich. Das ist so richtig böse, ey. Waffel, sieht er auf, lacht so ein Typ an. Yay! Unfassbar. Ich fand das gut. Und dabei dachte ich, Kevin ist schon in Ordnung. Und er hat es selbst geschrieben. Ja, aber ich glaube, das fände Tobi heute gar nicht mehr so toll. Eine Lace-Produktplatzierung. Ja, aber das stimmt. Nur HWSQ, oder was? Was sollen wir da gut sagen? Ich hab... Wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, verstehe ich auch ansonsten nicht so ganz. Gibt die Karte. Nein, ich habe was Schönes. Okay. Punkt, Punkt, Punkt ist eine... Sowas wie Punkt, Punkt, Punkt ist eine Lace-Produktplatzierung. Haben wir nur HWSQ-Karten, sag mal? Nein, ich habe auch CD und SH oder sowas. So, okay. Wir kommen zur Auswahl. Kandidat Nummer 1 sagt, Frauen an einer Abtreibungsklinik anmachen ist eine Lace-Produktplatzierung. Oh Gott. Okay, ja, gut. No. Was sagt ein Kandidat Nummer 2? Dildo im Feier. Ist ein. Ja, das. Ne? Ja. Ist ja Standard. Das kennt man ja schon. So, Kandidat Nummer 3, Tobis Flur. Eine Lesbatze. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Ja. Ja. So, nur. Da liegen viele Flays rum. Ja, gut, man weiß nicht, wie das in seiner neuen Wohnung ist, ne? Da liegen auch Lays rum. Gut, okay. Tobi lebt von Lays. So. Nummer 4 sagt, Kantinenfraß, eine Glaze-Produktplatzierung. Okay. Die nächste. Hashtag Mensa essen. Das Kackekind aus Kleve, eine Glaze-Produktplatzierung. Oh Gott. Nein. Was haben wir als nächstes? Tote Babys. Mhm. Schön. Einmal so drauf tätowiert. Immer. Kauft Glaze. Und Hormonspritzen. Ja. Okay. Das hat mir eigentlich schon, also ich fand das gut. Ich wüsste, was ich nehme. Dankeschön. Bitte. Oh Gott. Wie viel haben wir gemacht als Maximum? Oh Gott. Ja, ich sag ja, das ist zu viel. Während der HWSQ-Aufnahmepause macht Erik auf Punkt, 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 während Pan Punkt, Punkt, Punkt macht und Tobi sich Punkt, Punkt, Punkt zum Essen holt und Curry übt schon mal das nächste Spiel. Der hat schon wieder geübt. Oh Gott. Boah, das ist voll schwer. Oh. Ich hab sowas Gutes. Ah, nein. Das ist... Oh, oh, so bitter. Gegen die beiden. Das Kegel wieder fehlt. Ja, Mensch. Ich ja, auch. Und Sloopy auch. Hm. Pack mich immer so auf den Kegel. Jetzt das schon im Namen. Alle den Kegel. Nein. Doch. Seid mal nett zu der armen Sau. Bei mir. Hier steht immer nur 1, 2, 3 und da kann ich. Wie kann ich das jetzt auswählen? Ja, bei 1, 2 oder 3.
Ja, genau. Du hast drei Linien in dieser Karte. Linie 1 entspricht 1, Linie 2 eben 2 und Linie 3, 3. Also du suchst drei Karten aus. Hm. Ach stimmt, wir haben... Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Alle fertig, er hat es jetzt gecheckt, was eigentlich Aufgabe ist. Ja, ich kenne das nicht zum ersten Mal. Er muss sich erstmal das Spiel überlegen. Weil sie so lang und so blöd. Weißt du? Das ist, so blöd. Der duschelt, der liegt schon wieder. Sloppy und Nils. Nein. Und Pri. Pri, was ist mit Pri los? Pri, Sloppy. Hey, Nils muss nicht, der muss warten auf uns. Der muss entscheiden. Ja, der schläft gleich. Aber ich kenne diese Band nicht, ich google mal. Alter, du musst jetzt durchscrollen, was ist da denn los? Also, während der Aufnahme, HWSQ-Aufnahmepause macht Erik oft. Jo, warum? Während Pan Überraschungssex macht, auf Tobi sich Würstchenparty zum Essen holt. Ja, ne, ist okay. Alles hat nur mit Sex zu tun. Während der Aufnahmepause macht Erik oft eine Windmühle von Leichen. Pan ein ausgewogenes Frühstück und Tobi sich. Ich glaube, ich weiß nicht, was Maisschmacke ist. Keine Ahnung, was Maisschmacke ist. Einfach Maisschiss am Ende. Danke. Erik macht Zwergen werfen, während Pan Eriks Duplos nieder, was? Eriks Duplos niedermacht und Tobi. Erik macht gleichgeschlechtlichen Eiskunstlauf, während Pan Tobis flachster Wortwitz macht. Okay. Und Tobi, der seinen Penis um Currys Hals legt, um ihn. Okay, Erik macht also oft Inzest, okay. Während Pan ihm einen Kinnhaken macht, okay. Und Tobi sich Mundherpes vom Essen holt. Ja, okay. Vom Essen holt, kann man auch sagen. Sexistische Witze. That's what she said, okay. Und Happy Hippos. Freiwillige Vergewaltigung. Rote Pfeile und Kreise auf Thumbnails. Eine HWSQ. Ja, nehmen wir das. Geil, danke. Oh Mann, ich das meinst du schön mit deinen Impferungen und Überraschungssex. Ich wusste, dass es von dir ist, Kegel, Kenzer. Ich wusste, dass es von dir ist, du Sau. Was hat Vin Diesel zu Abend gegessen? Wer ist Vin Diesel? Vin Diesel, das ist der Glatzkopf. Der Muskulöse, der was bei Fast and the Furious mitspielt. Und Triple X. Triple X ist gut. Der erste, ja. Die anderen kannst du leider vergessen. Okay, Fremdgehen, wer ist denn Fremdgehen, wer? Ich bin Fremdgehen. Das war nett, besser. Okay. Hast du eher einen schwarzen Humor oder eher weniger? Boah, kommt drauf an. Ist hier mit dabei? Also wird das jetzt hier noch eher weniger lachen? Wird das jetzt hier nur nach den Zahlen schienen, oder? Das kann auch nicht beeinflussen. Ich bin mal kurz auf Klo. Mach das. Noch einer. Nee. Doch, Enzo fehlt nur noch. Achso. Ja, beruhigt euch doch. Und jetzt ist Vanessa gerade auf Klo. Nein, ich bin nicht auf Klo. Jemand anderes ist auf Klo. Ich jetzt mal auf die Person. Lisa ist aufs Klo gegangen. Ja, warten wir noch auf Lisa. Ja. Einfach auf Klo gehen. Schämen soll sie sich. Nicht mal. Menschliche Bedürfnisse. Ich hab schon gedacht, wie kann sie jetzt nur auf Toilette gehen? Wir sind wieder da. Gerade was spannend wird.
Also. Okay, was hat Vin Diesel zu Abend gegessen? Hundebabys. Ja. Ein Sandwich mit daumenbreiten Erdnussbutter und einer ganzen Banane. Same. Nice. Günther Jauch, der von einem Schwarm Greifvögel attackiert. Okay. Die verbotene Frucht. Kinder an einer... Anne Kekse vor einem AIDS-Spendenverkauf essen. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Franz Josef Silvester, Bull, Freier von und zu Gutenberg. Heute der Guschen ist es dann nochmal. Wie lange der wohl gebraucht hat, um als Kind seinen Namen zu schreiben? Hast du die Klassenarbeit angefangen und alle wieder abgewehrt, den Namen fertig? Ja, genau. Ja, danke. Bitte. Neueste Studien haben nun belegt, dass neben Milch auch Punkt-Punkt-Gift ist. Ja, das hier. Eindeutig. Mensch, Kegel und Vanessa mal wieder. Was heißt da mal wieder? Ich dachte, Kegel war immer am längsten. Vanessa schläft doch. Sloopy, du musst vorlesen. Achso, Entschuldigung. Ungemütliche, unergründliche Zeit, okay? Geil, angenehm. Nein, mit der ganzen Karte zusammen, Mensch. Neueste Studien haben nun belegt, dass neben Milch auch ursprüngliche Dummheit Gift ist. Neueste Studien haben nun belegt, dass auch neben Milch auch Angela Merkel Gift ist. Mhm. Neueste Studien haben. Das war Vanessa. Was? Ja. Was? 200 pro Vanessa, die letzte gerade Karte. So, 20 Jungfrauen werden und Schwänze. Okay. Okay. Achso, ich will vorlesen. Erste Studien haben belegt, dass neben Milch auch Zärtlichkeiten austauschen Gift ist. Neueste Studien haben oder auch belegt, dass neben Gift auch ein fetter Ernährungsberater Gift ist. Okay. Neueste Studien haben belegt, dass neben Milch auch Niki Slauder rechtes Ohrgift ist, okay? Alter. Neueste Studien haben nun belegt, dass neben Milch auch Nickelback-Gift ist. Was stimmt das? Dankeschön. Von mir, Cancer. Das war von mir, das mit 72 Jungfrau. Kann es sein, dass ich rausgeflogen bin? Yep. Ah. Oh mein Gott. Ach ja, ja. Leute, macht mal. Jetzt, hallo, ganz ruhig. Jalle, jalle. So, bin dabei. Bin dabei, Pädagogik. Ja. Kegel. Selbst Kenzer war schneller als du. Nein, ich hätte jetzt nicht. Aber ich hatte auch echt was Passendes. Okay. 7 Geheimnisse haben meine Eltern. Und das erste große Geheimnis ist Pferdefleisch. Okay. Und die essen das ohne mich. Freiheit. Ja. Okay, ja. Passt. Und das zweite große Geheimnis ist eine Horde bauungsbereiter Elefanten. Oh Gott. Oh, 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 je. Schwierige Kindheit. Ja. Pferd und Elefanten, okay.
Das dritte Geheimnis ist... Oh, was? Schon mal. Oh. Das ist... Nee. Ja. Bärtiger Mann. Das vierte Geheimnis ist eine geistig behinderte Kind, das, ein geistig behindertes Kind, das verursacht ein Okay. Okay. Das ist hart. Ja. Das fünfte Geheimnis ist ein Millionenerbe, was über Schwarzgeld importiert wurde. Ja, her damit. Das war richtig. Hören wir das nicht? Und das sechste Geheimnis ist, Tobis heimliche Objekte Phobie zu einer Chips-Tüte. Okay. Kranker Typ, dieser Tobi. Ja. Und das letzte Geheimnis ist, Tobi, der aus seiner schlabberigen Vorhaut. Ja. Wir haben drei Antworten mit Tobi. Irgendwas läuft nicht. Wir haben Ehrlich gesagt, passt das am besten. Würde ich sagen. Ja, danke. Super. Kegel. Selbst geschrieben. Und deins passt so gut, Känzer. Ist klar. Ja. Was ist am krustigsten? Das möchte ich jetzt von euch hören. Oh, ja. Känzer hatte sofort eine Antwort. Auch Nils zieht direkt hinterher. Ja. Und Maros. Es ist halt wirklich krustig. Schön mit Kante. Was sagt ihr? Also. Kart. Marus? Kurz Moment bitte. Oh, Maros. Selber. Klick, 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 klick. Oh, Leute, wir haben 100 Leute gefragt. Leider haben uns nur 7 geantwortet. Ja, aber keiner mag Pri halt. Ja. Doch, ich. Angetrocknetes Blut in der Vagina. Okay, ja. Aber was ist noch am krustigsten? Die kackende Oma aus Tobi. Welcher ist der Tobi? Oh mein Gott. Hast du nie habe jetzt Google geguckt? Nee. Oh, das haben wir uns verpasst. Da hast du viel zu viele Insider hier. Da hast du zu viel verpasst, würde ich sagen. Ja. Also, was ist noch am krustigsten? Nämlich, getrocknetes Regelblut nach 10 Minuten. Da haben sich die Leute. Alle mit Knöpfeparty. Ja. Jetzt habt ihr alle mit Blut und Vaginas. Ich hab keine Ahnung, das ist so eklig. Leute, ich mal das Wort. Was? Ich hab gleich was dazu. Und 100% waren es alles Frauen, die das geschrieben haben. Ja, genau. Also, ja, wir wollen da bitte nicht weiter drauf eingehen. Also, was ist am krustigsten? Oh nein, also, schon wieder. Kein Bild. Oh. Oh. Okay. Passt nicht so dran. So, was ist am krustigsten? Ja. Knusperparty! 100% selbst geschrieben von Kegel. 100% das ist von Känzer. Känzer. Also wir haben, wie gesagt, 100 Leute haben wir gefragt, 2 Antworten haben wir jetzt noch. Am krustigsten ist in Tobis Arschritze ganz... Alter! Oh, ihr wisst schon, dass ich arg zu neige. Wisst du was? Hä? Ich tendiere stark zu Kopfkino. Ja, ich auch. So, letzte Antwort. Was ist am krustigsten? Känzer sagt... Das fällt irgendwie voll aus der Reihe. Aber Leute, wenn ihr nicht wisst, was die Blut antworten sollen, googelt mal das Wort Knusperparty und dann guckt euch da dieses... Wollen wir nicht. Danke. Das sagst du in meiner Aufnahme. Dankeschön. Wenn ihr euer super. Leben hat der Habe, wenn ihr euer das habe ich vom Haar noch das. Cool, okay, das nein, schon, also pass auf. Ich habe es nicht gegoogelt, aber ich weiß es und ich will es nicht googeln. Will man wirklich nicht. Ich habe es auch bereut. Und kriege alle wieder selbst geschrieben, ne? Fast alle, ey. Was ist da los? Oh, wovon träumt dein Paar schon seit ihrer Kindheit? Hat sich aber bisher noch nicht getraut.
Ja gut, das ist normal. Wir werden ja wieder zu Sachen kommen. Wer ist denn dran? Lisa, du musst dir alles bildlich vorstellen, bitte. Mhm. Oh, ich freue mich. Wer war das vorhin, der nach Tobi gefragt hat? Ich. Wer ist? Lord. Pass auf, es hat vier YouTuber haben immer zusammengespielt, die HBSQ. Das waren halt Curry, das waren Tobi, Gronkh und Pandora. Okay. Und die haben zum Beispiel auch dieses Cards Against Humanity gemeinsam gespielt. Das ist immer so, ja, zwischen Tobi und Curry ist das immer so eine Hassliebe irgendwo gewesen. Ist halt Kirby. Genau, Kirby. Die haben auch zusammen TTT und Dead by Daylight und so gespielt. Das ist sehr unterhaltsam, kann ich empfehlen. Okay. So, schon seit ihrer Kindheit träumt Pan von ihn rausholen. Träumt Pan von im M&M Laden vor, hat sich aber bisher noch nicht getraut. Darf ich kurz sagen, dass im M&M Laden London so ein künstlicher Schokoladenduft versprüht wird? Das ist so eklig, ja? Ja, aber nur, fällt das auch nicht mehr auf, ne? Hm. Sie träumte von Tobi auf Diät. Ich habe noch nicht getraut. Oder sie träumt davon, von Elektrotitel. Hat sich auch bisher noch nicht getraut. Mittlerweile frage ich mich bei dem Lied einfach auch nur noch, warum. Ja, es war einfach die Anfangszeit. Wo, ja. Aber es war schon witzig. Ja. Schon seit ihrer Kindheit träumt Pan von Erik im RL plus 4 Karten reinwürfen. Hat sich aber noch nicht getraut. Stimmt, von Kegel selbst geschrieben. Schon seit ihrer Kindheit träumt Pan von Angela Merkel eine scheuern, hat sich aber bisher noch nicht getraut. Was habt ihr alle gegen Angela Merkel, Alter? Hier ist ja richtig Hass. Nichts Wirkungsvolles. Toll. Und Pan träumt schon seit ihrer Kindheit davon, 4 zu ziehen, hat sich aber bisher noch nicht getraut. Nein, Pan verteilt nur, die zieht nicht selbst. Ja, die verteilt. Lisa? Ich finde das gut. Danke. Enter hat's geschrieben, oh mein Gott. Ja. Ich wollte auch schon mal selber schreiben, aber ich war zu faul. Wer oder was kommt immer zu spät? Die Frau. Mal sehen, was die 7 Kandidaten, die jetzt hier auswählen dürfen, was da gewählt wird. Wir sind gespannt auf die Auswahl. No? Und ich bin dann der Fleutschenkopf, der das auswählen darf. Toll. Mann, warum ladet dieses Image nicht? Ich verstehe es nicht. Das dauert eine Weile, bis das lädt. Naja, nur normalerweise ein paar Sekunden. So, kann man jetzt irgendwie refreshen oder nicht? Oder fliegt man dann raus? Wenn die man nicht machen. Dreck. Fremdgehen. So, wir haben die Auswahl getroffen von den schönsten Antworten, die man sich so vorstellen kann. Und Kandidat Nummer 1, ich frage dich jetzt, wer oder was kommt immer zu spät? Kandidat Nummer 1 sagt, ein Mikropenis. Ja. Kommt dann mit der Größe zusammen, ne? Also, egal, lassen wir lieber. Kandidat Nummer 2, Frage an dich, wer oder was kommt immer zu spät? Tobi beim Sex. Wurde das beobachtet? Das hat wohl jemand erlebt. Nur mal darauf achten, wer das gesetzt hat, weil da müssen wir dann nachher nochmal drüber sprechen, ne? So. Ja. Kandidat Nummer 3, wer oder was kommt immer zu spät? Tobi unter Currys Bettdecke. Also sag mal. Hatte die Zeit. Wie so ein Wasserkocher. Unfassbar.
Ja, mal sehen, was Kandidat 4 dazu sagt. Ja, wer oder was kommt immer zu spät? Tobi und Carol. Immer! Alter, kriegst du auch noch andere Antworten? Gibt es auch noch andere Antworten oder sind alle hier mit Tobi und Curry beim Sex oder was? Nein, Leute. Oh mein Gott, meine Frau. Ich glaube, es ist eindeutig, wenn wir alle uns getroffen haben. Es haben schon drei Leute zugeschaut. Kegel, bitte sag, dass du immer schon die Aufnahme am Laufen hast. Die Aufnahme läuft die ganze Zeit. Oh, ja. Oh, ich will ihn wieder anschauen. Wir haben Kandidat Nummer 5. Ich will aber gar nicht die Karte aufdecken, weil wenn ich diese Antwort nicht schon wieder sehe. Da steht wahrscheinlich jetzt Rote Rakete oder so. Nee, Michael Jackson. Geht auch. Okay. So, Kandidat Nummer 6. Ja, oder was kommt immer zu spät? Deine Mutter. Gut. So. Was war los? Kandidat Nummer 7. Wer oder was kommt immer zu spät? Ein Hühnchen namens Dieter. So. Alter, ich bin gespannt, wer sich da so einig war. Ich auch. Ja. So, hier komm ich. Bitte, bitte, bitte. Yay! Alexa und Snoopy. Snoopy. Und alle drei selbst geschrieben. Alter. Ich bin jetzt voll kreativ. Aber wann kommt wieder DVD? Kurze Frage, was ist DVD? Dead by Daylight. Okay. Ich bin rausgeflogen wieder mal. Ach, schon wieder? Ja, dann komm rein. Weil wir skippen, das ist irgendwie langweilig. Ja, ich würde es auch sagen, oder? Ja, wann? Wo kann ich das skippen? Auf dem... Achso, auf dem... Sollen wir das auch skippen? Was hat Tobi während dieser Aufnahme gegessen? Spielen oder skippen? Oh geil, ich habe mein eigenes Spiel. Ja, was Tobi gegessen hat, hatten wir schon mal, ne? So eine Art, ja. Okay, ich habe bloß einen neuen Tab geöffnet, ich bin noch dabei. Das ist schön. Ich bin rausgeflogen. Ja, bin nicht rausgeflogen. Wollt ihr das spielen oder sollen wir das skippen? Na gut, zwei Leute haben jetzt schon gewählt, ne? Ich kann auch weglassen, das ist vollkommen okay. Das ist doch nicht schlimm. Also ich wäre für skippen, ich weiß nicht, was ihr sagt. Skippen. Ja, wir haben keinen Imposter hier, das stimmt. Also wir wissen nicht, wer es ist. Herzlich willkommen zu einem weiteren Nils, skippen. Ist doch. Achso, sorry. Antwort. Konzentrierte Stille. Ja. Nochmal gucken, vielleicht klappt das ja. Wer ist diese Person? Pri brauche ich da ein bisschen länger. Pri muss selber schreiben. Der Kenzer hat ja auch wieder abgebrochen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Karten. Ding dong, dit dong. Pri. Ach komm, die hauen wir auch noch raus. Nicht stöhnen. Ja, es war aber ein Messer, ne? Ja, klar. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute unboxen wir eine tanzende Avocado aus Kegels heimlichen Drogenvorrat. Oh mein Gott. Genau. Bitte was? Oder wir unboxen einen die behaarten Eier von Chewbacca. Oh, Kopfkino. Frank, du Kopf geworden.
Heute unboxen wir meinen größter schwarzer Sklave, okay? Heute unboxen wir dir von hinten eine heiße Bilo-Flasche in den Arsch schieben lassen, bis sie platzt und dein Arsch nach Chemie-Donut riecht, okay? Mhm. Mensch, Nils, ein bisschen mehr Elan. Ja, genau. Heute unboxen wir Keanu Reeves, genau. Meine Waage, ich muss eine Frau stehen haben. Genau. Aha, Nils, willst du uns was sagen? Nein, alles gut. Eine passiv-aggressive YouTube-Kommentare. Okay, das ist okay, ja, klingt ja. Ey, du Huso, Alter, ich hab doch bloß gefragt. Komm, nimm mir das. Oh. Hm? Oh Mann. Das Harvey's Kuh würde gerne wieder TTT spielen. Voraussetzung dafür wäre aber ein Skin. Das ist TTT? Bitte kein Trouble in Terroristan. Oh scheiße, da würden auch wieder zwei Karten passen. Mist. Dann schreib beide zusammen. Hm. Ach komm. Scheiß das drauf. Den Punkt kriege ich sowieso nicht. Ja, nicht. Komm mal, schau mal. Das HBSQ würde gerne wieder TTT spielen. Voraussetzung dafür wäre aber ein Leonardo DiCaprio-Skin. Nicht schlecht. Ein Klebeskin. Okay. So ein Baum auf dem Feld. Euer Onkel Klaus-Skin. Klaus. Eine Schnappschildkröte, die in die Spitze eines Penis beißt. Skin. Ein einsames Schamhaar-Skin. Oh Gott. Oh nein. Ah. Ja, gut. Ja, den finde ich gut. Also mich haut jetzt nicht so ganz um. Ach, warum? Ach komm, Vanessa. Danke. Ja, das hätte ich auch genommen. Die ganze Zeit für dich, Jungs. Fab, ich bin neu dazugekommen und habe schon 3 Punkte und habe die meisten. Was ist da denn los? Ich habe noch 0. Mhm. Also, ich habe auch 0. Oh, die Religionslehrerin. Ich hab schon was. Ich auch. Nee, das ist doch besser. Ich habe keine Karte, die da passt. War ich auch nicht wirklich. Ich muss leider 2 Karten zusammenschreiben. Ding dong, Blitko. Ach, der Kegel schon wieder, ne? Halt die Schnauze. Was ist denn jetzt bei dir los? Okay. Newsflash. Erik würde gerne unter Carys Bettdecke ihr den Hinter versohlen mit einer der Religionslehrerin. Okay. Selbstgeschrieben. Erik würde gerne Ziegenficker mit einer Religionslehrerin. Okay. Oh. Erik würde gerne mal so richtig einen abseilen. Ja, geil. Ich würde gerne Natursex-Spiele mit der Religionslehrerin, okay? Erik würde gerne Drogen nehmen. Das ist auch geil. Und Erik würde so gerne nicht so gut Sex in der Pastorenschule haben, weil die Kids schon belegt sind. Boah, Alter. Oh. Erik würde gerne eine freche schwarze Frau mit der Religionslehrerin. Okay.
Ah, ich nehme den. Jawohl. Danke. Boah, ich hab's gerade so Sodbrennen. So, Kirby, Panik, Langeweile. Ich schnippe nur, ich schippe nur, Punkt, Punkt, mit, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Dann ablies Kegel, wer ist denn Fremdk und Sloopy müssen nach. Ach, dieses Schippen ist hier vom Paar Schippen, oder? Oder was ist damit gemeint? Schippen heißt, welche zwei Leute man zusammen sehen möchte als Pärchen. Oh Gott. Boah, Alter, das wäre so falsch. Ach komm, scheiß das drauf. Kennst du dann alleine 3 Punkte? Ja. Und ich bin halt einmal rausgeflogen. Kirby, Panik. Langeweile. Ich schippe nur Captain Eagle Sackhaare. Oh nein. Mit Jun. Ach nee. Kirby, Panik. Langweilig. Ich schippe nur Alexander Gauland. Na komm. Mit das Rainer Kallmund Qualitätssiege. Okay. Kirby, Panik. Langweilig. Ich schippe nur ein Bottle Zauberbohnen mit Italiener. Okay. Diese Runde Kirby, ist kreativ. Panik. Mhm. Langweilig. Ich schippe nur Bilou. Mit Abfall. Okay. Kirby. Panik. Langweilig. Ich schippe nur der goldbraune Schiss mit Hungersnot. Alter. Alter, ich weiß doch echt. Kirby. Panik. Langweilig. Ich schippe nur Religionslehrerin mit Herr Hasenberg. Schön. Kirby. Panik. Ich schippe nur Michelle Obamas Arme mit Gronks linke Hode. Muss nicht irgendwie linker Hoden sein, aber naja. Linker, ja. Ja, das war halt nicht geschrieben, es war so da. Ich habe meinen überlegt, anstatt Abfall goldbrauner Schiss zu schreiben. Aber Herr Hasenberg mit der Juden, mit der Religionslehrerin wäre doch perfekt gewesen. Ja. Aber es ist so viel Hafe, das habe ich jetzt cool schon. Ja, das stimmt. Ja, komm. Oh, heute zur Oscar-Show 2020. Sind wir heute. Die Online-Oscar-Show, ne? Die Online-Oscar-Show. Und der Oscar geht an. Nee, für Punkt und Punkt geht also, an. Ja, okay. Ja. Und der Oscar für von Tobi Binnis getroffen geht an Kevin. Das schon wieder. Ein Körbe wieder. Und der Oscar für Banda 6 geht an Thomas die Lokomotive. Okay. Und der nächste Oscar für ein geblechtes Arschloch geht an ein kleines Pferd. Okay. Und der Oscar für Würgen ohne Erbrechen geht an die homosexuelle Agenda. Das ist irgendwie gut. Ja. Irgendwie nicht. Naja. Und der Oscar für ein riesiger neogrüner Penis mit roten Streifen geht an eine gemischte Titte finden. Oh mein Gott. Der nächste Oscar für so sauer werden, dass man einen Ständer bekommt, geht an. Schwerbier.
Alter, der ist makaber. Das ist dreist. Ich habe 60% Sperrbinderung, also passt auf, was er sagt. Alter. Nein. Und der Oscar 4. Gleich mal kicken, die Vanessa hier. Nein, Kegel, ich mag dich so, wie du bist. Mit all deinen Karten. Und der Oscar 4. Das heißt aber Eckmann kann. Für viele geht an. Gott. Aber das hat nicht. Oh. Das. Sorry, Kegel, das wusste ich nicht. Ja, ja. Oh, der Kenz hat gleich gewonnen, wa? Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Kevin so mit Nachname heißt. Ja. Oh, Herr Kevin. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab die perfekte Karte. Naja. Keine Ahnung. Erst ein paar Karten raushauen hier. Scheiße, ist egal. Ach ja. Pri ist gemutet? Ey. Pri. Pri. Pri-Dev. Pri, du bist... Oder dein Mikro geht nicht. Wir warten. Ja, nein, da bin ich. Bin ich wieder da? Jetzt ja. Bist du ja. Also. Ja, ich hab den jetzt gelesen. Ne? Er hat eine reine Haut. Das ist für mich schon der Kinder. So, Herr Kevin Dorissen, warum haben Sie den Jäger Erik angetötet, obwohl dieser da gerade bei gerade dabei war, seinen Kind zu wechseln? Die Antwort lautet, aber Curry ist Traitor? Okay. Macht irgendwie keinen Sinn. Herr Kevin Dorissen und so weiter und so fort, warum haben sie getötet? Antwort, weil er sein T-Shirt ausgezogen hat. Okay, das war Kegel. Okay. Was also, Kläger getötet, ging wechseln. Eine thermonukleare Explosion? okay. Herr Kevin Dorissen, warum haben Sie den Kläger direkt rangetötet, obwohl dieser gerade dabei war, seinen Skin zu wechseln? Furzen und einfach weggehen. ja, ich weiß nicht. Ja? Also, nochmal, Kevin Dorissen, Erik Range, getötet, Skin gewechselt. Zahlt Antwort mal. Darauf ist... Was? Hm? Hallo? Hallo? Bei mir wird ein Kontext. Hallo? Hallo? Wir hören dich. Hallo? 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 Ja, hallo? Wir hören dich, wir hören dich, wir hören dich, wir hören dich. Okay, also... Kevin Dorissen hat Erik Range getötet, weil der gerade dabei war, seinen Skin zu setzen, oder obwohl wegen Selbsthass. Okay. Herr Kevin Dorissen, warum haben Sie den Kläger Erik Range getötet, obwohl dieser gerade dabei war, seinen Skin zu wechseln? Curry, der übt jeden Tag. Okay, nee, aber ganz im Ernst. Danke. Ja, er konnte nur der sein. So, es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Punkt hineingezogen werden. So, und was zieht ihr eure Kinder denn so rein? Ja, ja. Fremdgehen 24 und Kegel wieder zu Schluss. Ja, Kegel muss natürlich wieder selber schreiben. Kleinen Moment. Kegel, 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 okay, Kegel.
Los geht's. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in den Weltfrieden mit hineingezogen werden. Echt eine Schande, ey. Wir kennen sie nur. Ja, geht gar nicht sowas. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in nachts um 3 Uhr durch die Straßen von Kleve laufen und laut Lolololo singen, die hineingezogen werden. Okay. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in atomare Zerstörung hineingezogen werden. Na ja. Wachsen dir ein paar neue Beinchen, ist doch auch nicht so schlecht. Ich könnte schneller laufen. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Landminen hineingezogen werden. Oh. Ja, da sind die extra Beine nicht schlecht, ne? Ja. Du kommst am Ende wieder auf zwei. Wächst den drittes und fällt eins ab, hast wieder zwei Beine. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in einen Mann mittleren Alters auf Rollschuhe hineingezogen werden. Ja, solange er nicht in die reinrutscht, ne? Ja. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in eine beliebige, ekelhafte Sache mit der Religionslehrerin hineingezogen werden. Ja, finde ich gut. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in erotische Harry-Potter-Geschichten hineingezogen werden. Ja, das ist traurigerweise die Wahrheit. Ich sehe auf TikTok gerade nichts anderes, Alter. Nee. Es ist so furchtbar. Ja, ja, oder wer lädt sich denn TikTok runter? Fanfictions, da sind sie auch alle erst 15. Ich mag die Religionslehrerin. Das ist einfach ein schöner Insider. Es tut mir leid. Nicht selbst geschrieben. Ja. Nee, war wirklich nicht. So, ich schwöre, ich habe. Bin auf die Antworten gespannt, die jetzt reinfliegen hier. Mir schwant Böses. Fünf Personen müssen noch wählen. Nein, jetzt sind es nur noch 4. Und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. Was schwört ihr denn, was ich habe? Jetzt kann ich die Karte doch nicht mehr nehmen. Stelle ich mir das gleich vor, wenn Kegel das vorliest, dass Kegel das hat. Ja, deswegen kann ich die Karte jetzt nicht mehr nehmen. Vagina oder was? Kaffee auf. Oh Gott. Ja. Ich schwöre, ich habe die 9-Jährige nebenan geknallt. Jo, Kegel. Aha. Jetzt ist es raus. Kopfkino, ganz schönes. Kegel, du Luder. Du hast so ein 1,90 Meter großen Mann mit so einem 1,20 Meter großen Kind, Alter. Ich schwöre, ich habe eine Eispickel-Lobotomie. Schön. Einsterung, Alter. Und ich schwöre, ich habe Bernies pralle Würstchen, na klar. Was noch? Ich schwöre, ich habe Chips. Das ist lecker. Ja, die habe ich immer zu Hause. Ich schwöre, ich habe klebrige Schamhaare mit Pfefferminz. Alter. Leute, was ist falsch mit euch? Geht's noch? Was ist echt verwunderlich? Vanessa hat noch 0 Punkte. Was ist da denn los? Auch nicht. Ich gebe dir alle Punkte. Ich schwöre, danke. Ich habe nicht in einem Pool von Kindertränen. Was? In einem Pool von Kindertränen wichsen? Leute, was ist falsch mit euch? Alter. Bei Kinder und Juden passt halt immer. Blöde Frage, läuft das Video eigentlich noch? Was ist? Läuft das Video eigentlich noch? Natürlich, 54 Minuten. Geil. Ja, ich schwöre, ich habe die beste Community der Welt. Oh, Herz. So, weil diese ganzen Sachen so ekelhaft sind, nehme ich Chips. So. Alles habe ich. Oh. Dein Mitleid kommt dir, Vanessa. Ich hätte echt noch was Böses. Aber das mit 9-Jährigen war gut, ne? Gronkh weckt Khan morgens mit einem liebevollen Punkt.
Den könnte ich auch nehmen. Gronkh weckt Pan morgens mit einem liebevollen öffentlichen Verspotten. Gronkh weckt Pan morgens mit einem liebevollen Hass, puren Hass. Liebevoller Hass. Gronkh weckt Pan morgens mit einem liebevollen Fleischhelikopter à la Topi. Na gut. Sehr schön. Gronkh weckt Pan morgens mit einem liebevollen Stephen Hawkings, der versaut redet. Gronkh weckt Pan mit einem liebevollen antiker Analfeld, mit der Titanic unterging, aber in meinem Arsch überlebt. Ja, okay. Oh mein Gott. Donnernden 14. Ja, gut. Schön. Und in spontanem Würgereiz. Ja, danke. Ah, oh, schön. Der hat auch schon vier. Wie kann er nur? Eins meiner Videos wurde heute wieder demonetarisiert. Diesmal wegen. Ich hab die Karte. Das geht so schnell und das macht mir echt Angst, dass es so schnell geht. Ich muss lachen, wenn ihr lacht. Ich hab halt die passende Karte, ne? Auch mit die Runde wieder sehr lustig jetzt. Sei. Ich sag jetzt nicht ein braves Mädchen, sei anständig, bitte. Pri ist wieder AFK. Ah. Ja. Man hört sich wieder nicht Pri, glaube ich. Eins nee. Meiner. Jetzt hört man nicht. Ich hab auch nichts gesagt. Ach so. Eines meiner Videos wurde heute wieder demonetarisiert, diesmal wegen täglich russisch Roulette mit seiner Freundin, mit seinen Freunden spielen, bis man irgendwann keine Freunde mehr hat. Diesmal wegen, mein Arschloch ist fast so sauber wie dieses lautlos von Dieselautos, oh Mann. Dieselautos von VW, nur das Software-Update fehlt noch. Diese lautlos, okay. Diese lautlos habe ich gelesen. Egal. Diesmal wegen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Oh, Scheiße. Oh Gott. Hasenberg. Hasenberg. Diesmal wegen. Die enormen Vorteile von Artikel 13. Oh. Diesmal. Wegen. Diesmal wegen. Diesmal wegen meine Vagina. Schon aha, wieder. Vanessa, aha. Halt's Maul. Ich fand den gut. Yay. Lisa, yay. Boah, ich aha, bin der Einzige mit zwei. Ja, was? So, jetzt, wie hast du deine Abtreibung überlebt? Okay. Seid ihr Pfaffe schon? Okay. Ist gut. Diesmal ist Kegel schon fertig. Was ist da denn los? Ja, ich habe eine gute Karte. Ich habe eine sehr, sehr gute Karte. Und Pri, noch geht noch. Ich stelle mir das Bild gerade vor. Gerade lacht. Okay. Alter! Okay, ja, ich weiß, ich dir vorlesen muss. Ich wollte dich kurz auslachen lassen. So. Wie hast du deine Abtreibung überlebt? Durch Krustenef? Okay. Wie hast du deine Abtreibung überlebt? Eine vollgewichte Bildungspumpe.
Okay. Wie hast du deine Abtreibung überlebt? Das Märchenbuch, die Bibel, okay. Wie hast du deine Abtreibung überlebt? Dead by Daylight, Real Life in Tobi's Wild mit der Kacke rum als Killerin, okay. Sei richtiger Kevin. Und wie hast du deine Abtreibung überlebt? Rundfunklizenz, okay. Wie hast du deine Abtreibung überlebt? Ey, merkwürdige Mailbox-Nachrichten da lassen. Mach ich nur das. Ja, danke! Juhu! Oh Gott, das hat ja gewonnen. GG. Ja, wir haben gewonnen, Glückwunsch. Oh, Alter, wie lange ist die Aufnahme? Stunde, genau eine Stunde. Perfekt. Alter. Okay. Hammermäßig, also das... Noch eine Runde. Könnt ihr mir Kartendecks reinmachen? Weil es ist bestimmt ja. Ein bisschen eintönig, um ehrlich zu sein. Ja, wir wollen jetzt. Ja, und das mit HWSQ, da kenne ich mich nicht aus.